Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ich mein eigenes flüssiges DIY-Waschmittel herstellen kann. Es ist einfach, effektiv und umweltfreundlich. Also lass uns gleich loslegen. Für unser Waschmittel brauchen wir 40 Gramm Waschsoda, 30 Gramm Kernseife, 2 Liter Wasser, 4 Esslöffel Zitronensäure, eine Reibe oder Küchenraspel, einen großen Topf, was ich leider heute nicht verwendet habe, einen Messbecher, einen Rührlöffel und ja, einen Behälter zur Aufbewahrung. Zuerst reiben wir die Kernseife. Nehmt einfach eine Küchenraspel und reibt etwa 30 Gramm der Seife in feine Stücke. Bei mir die Aufgabe ist schon erledigt. Wir geben unser heißes und nicht gekochtes Wasser auf die geriebene Seife hinzu und rühren wir das richtig, bis sie sich vollständig aufgelöst hat. Als nächstes fügen wir 40 Gramm Waschsoda hinzu. Achtet bitte darauf, gut zu rühren, damit sich das Soda vollständig auflöst und keine Klumpen bildet. Jetzt fügen wir 4 Esslöffel Zitronensäure hinzu. Bitte richtig aufpassen, nehmt einen großen Topf und nicht wie ich das gemacht habe. Ui! Ui! Die Zitronensäure hilft eigentlich, die Kalkbelagerungen zu verhindern und sorgt einfach dafür, dass eure Wäsche schön weich bleibt. Gut umrühren, bis alles vollständig vermischt ist. Lasst das Waschmittel nun abkühlen. Sobald es abgekühlt ist, füllen wir es in einen luftdichten Behälter und schon ist unser selbstgemachtes Waschmittel fertig. Für eine normale Waschladung verwendet ihr etwa 100 ml des selbstgemachten Waschmittels. Bei besonders schmutziger Wäsche könnt ihr einfach die Menge nach Bedarf erhöhen. Das war es auch schon. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr probiert das Rezept aus. Wenn ja, lasst mir gerne einen Daumen hoch. Und warum dann nicht, abonniert meinen Kanal für mehr Videos. Danke fürs Zuschauen und sage ich einfach bis zum nächsten Mal. Tschüss.